Motoren an, Gehirn aus und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play World of Tanks. Ja, ich möchte heute, wie in meiner Einleitung schon gesagt, World of Tanks Let's Play. Und zwar wurde ich darum ja gebeten und das soll hier einfach mal mein erstes Let's Play World of Tanks sein. Und ich würde mich am Ende dieses Let's Plays einfach mal über ein Feedback freuen, ob ich das denn weitermachen soll, was ich denn verbessern könnte und ob euch das Ganze gefallen hat oder nicht. Ja, ich möchte heute beginnen mit dem Tiger 1, natürlich voll ausgestattet, und ich gehe damit jetzt gleich mal ins Gefecht und hoffe auf ein gutes Matchmaking. Der Tiger 1 wurde als kleine Information 1937 von den Henschel-Werken, die haben quasi begonnen diesen 1937 zu entwickeln. Mit der Massenproduktion begann man allerdings erst 1942, also 5 Jahre später. Es wurden, bis die Produktion eingestellt wurde, das war dann 1944, rund 1354 Fahrzeuge von diesem schönen Stahlkoloss produziert. Und ja, er wurde dennoch bis Ende des Krieges benutzt. Und ich würde sagen, das Matchmaking sieht doch ganz gut aus für uns. Wir sind ganz oben und ich würde sagen, wir bewegen uns hier um den Berg herum und versuchen uns da die Kills wegzusnacken. Siegchance haben wir eine von 51%, obwohl das natürlich nicht immer was zu sagen hat. Ich habe teilweise sogar Gefechte verloren, wo wir eine Siegchance von um die 70-80% hatten und das war dann schon sehr verwunderlich. Deswegen gehen wir ganz unvoreingenommen an die Sache hier ran. Der Feind hat einen Haufen TDs, wir allerdings auch. Wir müssen uns sehr in Acht nehmen vor den Su-152. Und ja, der AMX sollte eigentlich kein Problem darstellen, da ich diesen Jagdpanzer sehr schlecht finde. Ich habe den selber mal eine Zeit lang gespielt und war dann der Ansicht, ja, dass er sich nicht lohnt. Ich fand immer, ich wurde so schnell gespottet wie ein schwerer Panzer. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich konnte mit dem Ding überhaupt nicht umgehen. Aber naja, der Tiger 1 ist zum Glück dafür, dass er einigermaßen, ich sag mal, schlecht gepanzert ist, mit einem extrem guten Geschütz ausgestattet, mit dem wir eigentlich in dem Gefecht durch jede Panzerung durchkommen sollten, außer beim Black Prince, der sollte vielleicht etwas schwieriger zu knacken werden. Aber wir sind hier schon auf der Map, hier kommen die ersten Panzer lang, wir können hier auf jeden Fall mit einem T-43 und einem Tiger 1 rechnen. Und mal sehen, was unsere Teammates hier machen. Scout haben wir, wo ist unser Scout denn? Das wäre hier vielleicht ganz sinnvoll. So, und da steht der T-43. Ja, und er schießt einmal auf uns und natürlich ist gleich unsere Turmsteuerung im Eimer. Natürlich sehr geil. Die ignorieren ihn jetzt erstmal eiskalt. Der Black Prince steht da, der Tiger 1 dort. Vielleicht können wir den Tiger 1 fangen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er uns nicht von hinten in gleich im Brand steckt. Dann snacken wir uns auf meinen Kill. Oder auch nicht. Das war eiskalt daneben geschossen. Ja, warum musstest du mir auch meine Turmsteuerung kaputt schießen? Warum, Junge? Warum? Der geht mir minimal auf den Sack dahin. Erstmal die Jungs hier anfunken und denen sagen, dass die den da mal abknallen sollen, weil irgendwie kümmern die sich hier um alles, nur nicht um den T-43. Warum auch immer. Ich bin der Meinung, dass der hier gerade das größte Problem ist, weil er uns einfach instant spottet. Deswegen werde ich jetzt hier mal rumfahren und hoffen, dass ich den hier kriege. Aber wie es aussieht, hat er sich ver... Nein, da steht er. Und da haben wir ihm eine gegeben, voll durch seine krasse Panzerung, die für unser Geschütz natürlich kein Problem ist. Erstmal um Hilfe funken, Tiger alleine macht nichts. Aber wie wir sehen, ja, es wird knapp, das Gefecht. Es wird echt knapp. Ich werde versuchen, nicht drauf zu gehen. Zeitscrapen mit dem Tiger ist auch ziemlich dämlich eigentlich.
Ja, warum hilft mir denn hier keiner? So, er hat verschossen. Aber er lädt eigentlich ziemlich schnell nach. Das ist unser Problem hier gerade. Dass der T-43 ist wirklich nicht uns zu unterschätzen. Und da haben wir ihm voll eine gegeben in seinen Turm. Mit etwas Glück haben wir seinen Schütz oder Richtschützen oder sonstiges genietet. Und da haben wir noch einen reingedrückt. Und er kommt nicht durch. Ja, so wollen wir das haben. Und da haben wir ihn zerstört. Niemand legt sich mit einem Tier 1 an. Besonders nicht, wenn ich drin sitze. Ha. Und da haben wir das nächste Opfer. Den Black Prince. Kommen wir natürlich nicht durch die Panzerung durch. Er allerdings bei uns, was nicht gerade gut ist. Da müssen wir auf unsere Teammates ein bisschen warten. Und von vorne ballert auch der T-25-2 auf uns. Falls euch interessiert, mit welchem Modpack ich hier spiele, das ist mein eigenes Modpack. Das könnt ihr auch herunterladen. Und da haben wir uns den Kill gestealt, aber Kill ist Kill, Leute. Das heißt, dieser Panzer richtet erstmal keinen Schaden mehr an. Jetzt müssen wir aufpassen auf den T-25-2, der dort hinten in der Ecke steht. Denn er könnte uns immer noch töten. Und da ist die Zoom. Und natürlich schießen wir daneben, das war ein echt schlechter Schuss von mir. Ja, die Zoom ist getrackt, so muss das sein. Und tot auch. Danke, meine Teammates. Und wir sehen auch, wir gewinnen das ganze Ding hier. Die haben nur noch den T-25-2, einen AMX-AC und eine Hummel. Die Hummel und der AMX sind Basecamper. Und der T-25-2 macht uns hier noch Probleme. So, jetzt versuchen wir einfach mal nicht drauf zu gehen und versuchen etwas defensiver zu spielen. Und warten einfach mal auf unsere Teammates. Weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust hier jetzt noch drauf zu gehen. So, wenn die den von hinten haben, kommen wir mal mit rum. So, mal sehen, ob die sich zurückdrängen lassen oder ob sie ihn zurückdrängen. Und wenn er hier rauskommt, kommen wir ihm eine rein. Wenn er hier rauskommt. Aber es sieht so aus, als wenn sie ihn einkreisen. Jo, da Teamschaden. Nicht schlecht, Jungs. Muss man auch erstmal schaffen. Das Match hier ist auf jeden Fall noch nicht gelaufen. Wir können... Also zwei Panzer von uns können ihn noch locker töten. Das Problem jetzt da hinten ist der AMX und ich bin für das Ding eigentlich ein One-Hit, wenn er das bessere Geschütz drauf hat. Das Dumme ist, dass ich ihn jetzt auch nicht sehe. Wer müsste hier irgendwo stehen? Einfach mal in die Landschaft reinballern, vielleicht trifft man ja was. Die Su-152 scoutet für uns etwas, das ist natürlich sehr praktisch. Und da ist der AMX und wir haben ihn zerstört. Nice. 1258 Schaden bis jetzt, vielleicht können wir bei der Hummel noch was rausholen. 3 Kills bis jetzt. Läuft doch ganz gut für das erste Let's Play World of Tanks hier. Mal sehen, vielleicht kriegen wir noch ein paar Auszeichnungen oder so. Besatzung ist auch noch keiner draufgegangen von uns. Und wir haben alle Panzer zerstört. Das Gefecht ist ein grandioser Sieg für unser Team. Hat aus meiner Sicht für mich jedenfalls schlecht angefangen, indem man mir gleich am Anfang die Turmsteuerung kaputt geballert hat. Aber wir sehen, 20.000 Geld hier gekriegt. 9.000 davon können wir frei nutzen. 1500 Erfahrungspunkte ist auch gar nicht so schlecht. Überlegenheitsabzeichen dritter Klasse, okay. Duelland und Schlägerabzeichen. Hier sehen wir nochmal, was wir genau gemacht haben. Wir haben bei 3 Fahrzeugen geholfen zu zerstören. Wir haben 5 Module beschädigt. Was haben wir denn gemacht? Ja, genau, so wie ich das gesagt habe, haben wir beim T-43 den Turm beschädigt und den Fahrer getötet, Auge um Auge, Zahn um Zahn, heißt es doch so schön, der hat bei uns nämlich auch den Turm zerstört. Beim T-25-2 haben wir das Munitionslager getroffen, den Funker umgenietet und die Kette zerschossen, das ist natürlich auch ganz nice. Und ich würde sagen, das war doch für das erste Let's Play World of Tanks ganz gut. Und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr ein weiteres Let's Play World of Tanks sehen wollt und was euch nicht gefallen hat und so weiter, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, mich stetig zu verbessern und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play World of Tanks sicherlich wieder.